Mein Name ist Michael Buchinger und ich habe noch nie gearbeitet. Okay, das stimmt vielleicht nicht ganz, aber alle Berufe, die ich je hatte, haben im Internet stattgefunden und es war irrsinnig schwer, sie meiner Großmutter zu erklären. In diesem Videoformat hole ich endlich meine fehlende Berufserfahrung nach. Werde ich den harten Arbeitsalltag überleben? Wünscht mir Glück! Heute arbeite ich im Habibi und Havara, einem Wiener Restaurant, in dem Wiener Schmäh und orientalische Gastfreundschaft aufeinandertreffen. Und obwohl ich so ein bisschen müde und ein wenig verkatert bin, werde ich hier heute die Abendschicht antreten. Und ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, was so ist. Okay. Hallo! Hi Katha! Hallo Michi, ich bin heute euer Praktikant. Ja. Magst du mal mit, gell? Ich komme sehr gerne mal einen Sprung mit. Das ist die Kugel. Du klopfst sehr laut, wie so eine richtige Chefin. Ja, sicher. Hi, werde heute bei euch arbeiten. Na gut, ich bin schon seit Anbeginn on board. Seit Anfang an? Wie lange gibt es es schon? Seit einem Jahr, wir haben gestern Geburtstag gefeiert. Ach super. Mhm. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke, oder? Wir sind alle ein bisschen wird, weil wir... Das haben wir gemeinsam. Ich war gestern auch ein bisschen feiern. Ja. Deswegen bin ich jetzt heute nicht so der Allerfitteste, aber es macht nichts. Was macht euer Lokal so besonders? Unsere Mitarbeiter sind hauptsächlich aus Syrien oder auch aus dem Irak, sprich haben Fluchthintergrund. Yeah. Wir wollen ihnen nicht nur einen Job anbieten, sondern auch Ausbildung, Deutschkurse etc. Und was unsere große Vision ist, wir wollen Filialen eröffnen. Yeah. Und zwar Takeaway-Filialen, also echt ein Social Franchise-System aufbauen. Und ich bin heute Abend quasi hier. Du bist heute in der Küche und dann musst du servieren. Alles klar, los geht's! Was kochen wir heute? Shawarma? Shawarma. Das ist ein Codename für Pommes. Oder bei uns Dürüm genannt. Okay. Während dem Kochen stelle ich sofort all die wichtigen Fragen. Wie lange habt ihr Küche? Wir haben bis 22 Uhr Küche. Okay. Und ist es schon jetzt bald 22 Uhr? Ich habe sehr viel Liebe in mir. Ich koche immer mit Liebe. Ja, ist das eine Birne? Gebratenes Hühnchen, so eine Hühnerkeule. Ach so. Schaut aus wie eine Birne. Diese Glocke, was sagt die? Die Glocke, weil du kannst mir gerne draufkommen. Yes! Diese Glocke sagt den Kellner draußen, wenn du dann noch einen Teller tragst, sagt er diese Glocke, es ist Zeit zum Kommen und zum Arbeiten. Und das ist jetzt fertig. Darf ich jetzt irgendwas schreien? Das ist jetzt fertig. B79! B79! What? Wie beim Lotto. Nach einer kleinen Stärkung beginnt meine Schicht als Kellner. Dann werde ich jetzt Kellner sein. Dankeschön. Danke sehr. Mein Kollege Raman erkennt sofort meine Schwächen. Das ist ein sehr anstrengender Beruf. Ist das gut? Ich kann jetzt zweimal in die Küche gehen. Und hilft mir, mich zu verbessern. Ah ja, ist jetzt ein bisschen zu viel. Aber es schaut doch gut aus. Dankeschön. Ich weiß mir den Applaus zu schätzen. Ich lebe für den Applaus. Danke. Danke sehr. Super, das war, ging sehr schnell, diese Ausbildung. Ich glaube, dann bin ich bereit für die ersten Gäste. Guten Abend. Darf ich schon was zu trinken bringen vielleicht? Ein Apfelsaft mit Leitungswasser. Apfelsaft mit Leitungswasser. Ich habe schon, danke. Apfelsaft mit Leitungswasser. Apfelsaft mit Leitungswasser. So, Leitungswasser kommt aus der Leitung, oder? Ich glaube, das war nicht richtig. Okay. Der ist besonders gut, den habe ich selbst zubereitet. Darf es vielleicht schon was zu essen sein? Kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären? Wisst ihr, wie das so mit der Speisekarte ist? Okay. Ich frage nach. Ja. Rätsel gelöst. Im Habibi und Havara bestellt man abends ganz einfach Vorspeise oder Hauptspeise und bekommt einen Mix aus saisonalen Gerichten. Zwei vegetarische Vorspeisen. Zwei vegetarische Vorspeisen. Ja. Mache ich das richtig? Ja. Okay. Eigentlich müsste es. Ich hoffe, die wollten Vorspeisen. Nach so einer fordernden Tätigkeit gönne ich mir zuerst eine kleine Pause und dann einen süßen Snack. Hallo. Jetzt? Super. Alles gut? Hast du geschlafen oder was hast du gemacht? Und schmeckt das? Super. Ja? Ich werde es dann auf meine Rechnung schreiben. Okay, keine Sorge. Okay, zurück an die Arbeit. Ich glaube, ich bin bereit für meinen Aufstieg ins nächste Level. Hey, lasst es euch schmecken. Hier haben wir Verschiedenstes. Guten Appetit. Mehrere Gäste gleichzeitig bedienen. Ja, ich habe noch weitere Gäste, die werde ich fragen, was sie essen wollen. Möchtet ihr was essen? Wir haben
Wir haben schon bestellt. Okay. Guten Appetit. Oh. Was? Braucht noch jemand was? Okay, nein? Oh, Verzeihung. So. Die Schmutze, also die fertigen Teller gebe ich hier hin. Da haben wir gedacht, ihr könnt ihn ein bisschen nauschen. Die haben das übrig gelassen. Okay, das ist auch schon fertig. Nichts darf man. So, da vorne habe ich noch eine Kundin, glaube ich. Hallo? Na, was kann ich da bringen? Ihr merkt, als Barkeeper habe ich wirklich meine wahre Berufung gefunden. Ich bin so ein typischer Barkeeper. Du kannst mir erzählen, was dich belastet und ich kann dir Lösungsvorschläge anbieten. Guten Appetit, also guten, wie sagt man? Prost. Ich liebe es, mit meinen Gästen zu quasseln. Sind sie halt schon bei Lush und an so einem Weingut und als Fedora-Fahrer. Besonders letzteres war echt anstrengend. Ja. Während meine Kollegen meine Arbeit für mich machen. Du bist jetzt so 4 Stunden am Stück unterwegs und musst halt irgendwie schon sehr schnell arbeiten. Die letzte Challenge des Tages wartet auf mich, als meine beiden Gäste ein Stück Cheesecake und Cappuccino möchten. Und ein Cappuccino. Das ist aufregend für mich. Ist das jetzt ein Cappuccino? Glaubst du, ist das ein Cappuccino, Dominik? Na, oder? Und wie mache ich da die Milch? Nein. Ah, okay. Ja, super. Gerne. Das macht keinen Spaß. Vielleicht kann ich das eine Latte Art machen. Ich schreibe so Michi rein. So, die Kunden werden das lieben, diesen persönlichen Touch. Oh, sorry. So, mein Cappuccino mit bisschen Fußbad. Und für dich die Cheesecake, bitte sehr. Ich warte, bis die beiden Damen fertig sind und gehe dann mit ihnen vor die Tür, wo ich knallharte Fragen stelle. Und wie war ich so? Wie fandest du meine Kellnerkunst? Ja, war eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Sehr zuvorkommend, sehr freundlich. Dankeschön, der Cappuccino. Ja, es war irgendwie kein Charme und die Hälfte war daneben, aber er war gut. Aber ich bin so bemüht also mit der Latte ja. Art. Ja. Ich hoffe, ihr habt mir viel Trinkgeld gegeben. Ich werde dann nachschauen. Ja. Oh ja, doch. Sehr gut. Danke sehr. Ach, das ist lieb. Dann mag ich euch. Okay. Na dann noch einen schönen Abend. Macht's gut. Danke, dass ihr in meinem Lokal wart. Ciao. Alles Liebe. Ciao. Ciao. Sehr nett. Zu guter Letzt ist es Zeit für Feedback von meiner Chefin. Chefin, wie war es so? Ja, also ich sehe durchaus Talent. Ja. Aber ein bisschen üben, sagt man noch. Es war ein bisschen holprig, glaube ich, so für den ersten Tag. Ich muss sagen, es war der beste Cappuccino ever, den wir, glaube ich, jemals serviert haben. Ja, für, den wurde, den wurde ich auch gelobt, vielseits. Ja. Das heißt, ich kann rein theoretisch wiederkommen. Sehr gut, das wäre schön. Du hörst von mir. Ja, super. Mach's gut, Papa. Danke. Gell? Ciao, Michi. Ciao. Tada! Ein weiterer Arbeitstag wurde erfolgreich beendet. Darf ich anmerken, dass mir dieser Job besonders gut gefallen hat? Meine Gäste und Kollegen waren sehr nett und ich glaube, ich habe während der ganzen Arbeit mehr gegessen als bei manchem Drei-Gänge-Menü. Sagt mir doch in den Kommentaren, welchen Beruf ich als nächstes ausprobieren soll und ich werde es vielleicht tun. Vielleicht auch nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und wir sehen uns bei meinem nächsten Job.